Sehr viele von euch hatten gefragt nach einer Analyse, einer energetischen Analyse der Finanzen, insbesondere des Euro, was ja auch verständlich ist, weil wir jetzt gerade in einer sehr finanzintensiven Phase eingetreten sind, die wir alle spüren. Nicht nur durch die Themen der Ressourcen, die uns so langsam wegbrechen oder eingeschränkt werden, wobei jetzt heute gerade signalisiert wurde, dass doch die Kohlekraftwerke wieder aktiviert werden würden. Also es ist im Moment ziemlich dynamisch, was das Thema der Ressourcen und der Werte angeht. Und damit geht es eben auch ganz klar um die Finanzen. Finanzen haben mit dem Thema Stier zu tun. Und ich spreche schon in vielen Videos jetzt über die 18 Grad Stier. Und auch schon seit längerem habe ich natürlich immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt mit der gesamten Menschheit ja in diesem Thema sind, wo es um unsere Werte geht, um die Finanzen, um die, das, was uns das Leben an Ressourcen bietet und das, was vor allem auch dich ausmacht in deiner inneren Stabilität, in deiner inneren Wertigkeit, was deine Talente sind, deine eigenen Ressourcen, die herausgearbeitet werden jetzt in dieser Phase, weil der Mondknoten, von dem ihr schon ganz viel gehört habt, befindet sich seit dem 18. Januar 2022 im Zeichen Stier. Und zwar der aufsteigende. Es gibt den absteigenden Mondknoten, der befindet sich immer exakt genau gegenüber. Und das ist dann der Weg des Schicksals der Menschheit rückwärts. Und der befindet sich natürlich gegenüber vom Stier. Das ist das Zeichen Skorpion. Wenn wir jetzt diese Finanzen-Themen auf dem Tisch haben, und ich möchte gar nicht so viel jetzt heute darüber reden, aber es sind ein paar Dinge erkennbar, die ich euch sehr gerne mitgeben möchte, weil es steht sozusagen nicht sehr gut um den Euro. Da müssen wir vielleicht gar nicht um in die Sterne gucken, denken manche, aber man kann es wirklich timen. Wir können es anschauen, was es für Energiethemen mit sich bringt. Das heißt, diese Achsenverschiebung in das Zeichen Stier und Skorpion beschäftigt uns insgesamt bis in den Juli 2023 und dann wechselt das kosmische Thema, also das Mondknotenthema, in das Zeichen Widder, aufsteigender Mondknoten, und gegenüber das Zeichen Waage. Das sind dann wieder ganz, ganz andere neue Themen. Da geht es dann wirklich um das in die Turnschuhe hineinsteigen und die Dinge umsetzen, die wir bis dahin alle hoffentlich gelernt haben. Wir sind jetzt am Anfang vom Oktober 2022 und damit beginnt jetzt nicht nur das vierte Quartal, von dem ich im letzten Video gesprochen habe, sondern auch die beiden Finsternisse, die auf uns warten, und zwar der Neumond im Zeichen Skorpion am 25. Oktober und der Vollmond, die Finsternis, am 8. November 2022 in den Zeichen Skorpion und Stier. Und mit dieser Achse Skorpion-Stier, ihr merkt das vielleicht schon ein bisschen, sind wir eben auf der Finsternisachse, die uns seit 18. Januar sehr stark in Atem hält und, wie gesagt, noch bis in den Sommer 23 in Atem halten wird. Es kommt aber jetzt mit diesen beiden Finsternissen eine sehr, sehr starke Thematik ins Rollen, und dabei ist die Venus, die aktuelle Venus, auch noch so stark involviert. Es geht insbesondere hier um die Finanzen, um das Geld, was mit dem karmischen Weg der Menschheit zu tun hat. 18 Grad Stier, hatten wir uns öfter darüber unterhalten, diese Basis dessen, was uns auch Sicherheit gibt, wird mit Uranus ziemlich durchschüttelt. Das heißt, alles, was bisher Sicherheiten gegeben hat, wird nicht unbedingt weiterhin so in dieser Stabilität uns zur Verfügung stellen, weil das neue Paradigma heißt, werde flexibel und passe dich den neuen Umständen des Universums an. Nicht irgendwelcher Parlamente oder irgendwelcher Minderheiten, die meinen, die Welt regieren zu wollen, sondern passe dich den Umständen an, der Weiterentwicklung des ganzen Universums. Und das ist eine Schicksalsansage an uns alle. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur noch nach vorne schauen und das Beste sozusagen aus dir herausholen, insbesondere, was ich immer wieder betone, auch durch das Thema der Vernetzung mit Gleichgesinnten. Diese Finsternisse am 25. Oktober, diese Finsternis,
befindet sich auf 2 Grad im Zeichen Skorpion. Und das zeige ich euch gleich, was das mit dem EU, mit der EU und mit dem Euro zu tun hat. Und die 2. Finsternis am 8. November, die befindet sich auf 16 Grad auf der Achse Skorpion und Stier. Und damit wird alles das, was seit dem Sommer 2022 so richtig, richtig sichtbar wurde, ich bleibe heute nur beim Thema der Finanzen, was finanziell richtig sichtbar wurde und Fahrt aufgenommen hat, kommt mit diesem Höhepunkt am 8. November nochmals so richtig in Sichtbarkeit. Also wir dürfen einfach mal beobachten, was sich alles ablöst, was alles wegbricht, um sich neu zu erfinden. Der Euro ist gegründet worden oder ja, gegründet sagt man, ist in Kraft gesetzt worden, so heißt das Wort, am 1.1.1999 und zwar das Buchgeld. Das Papiergeld kam 2 Jahre später, das heißt das Bargeld. Aber wenn so eine Währung in Kraft gesetzt wird, dann nehmen wir immer das Buchgeld. Und das Buchgeld ist das, was eingesetzt wurde und von dem Moment an auch ein Horoskop hat. Ihr wisst, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Horoskop, also eben auch der Euro. Ich hatte ja bereits auch ein Video gemacht über die NATO, über die WHO, über die ID 2020 und alles das, auch Körperschaften haben ja Horoskope und wir können energetisch, und das ist wichtig in unserer Betrachtung, das ganz neutral anschauen, wo sind Schwerpunkte, ist überhaupt irgendwas an Schwerpunkten zu erkennen. Und beim Euro, der in Kraft trat am 1. Januar 1999, handelt es sich um eine Steinbock-Sonne, also das ist ja immer um Mitternacht, also 0 Uhr 01 in Maastricht gegründet in Brüssel. Das ist eine Steinbock-Sonne in der ersten Dekade Steinbock. Und was jetzt wichtig ist, in Bezug auf das, was an Dynamik jetzt zugenommen hat, immer bitte die Mondknotenthematik im Hintergrund wissend behalten, dass es um Finanzen geht, dass es jetzt beim Aufwachen der Menschheit um neue Werte geht, um neues Wertschöpfungssystem, was wirklich wichtig ist und wie wir miteinander uns austauschen mögen auf einer Ebene der Wertigkeit. Damit hat eben auch die Venus zu tun. Und die Venus ist das Prinzip des Austauschens, des Wertens, des Wertebewusstseins und damit eben auch des Geldes. Im Haus 4, im Haus der Basis des Euros, das Haus 4, hier ganz unten, die Basis des Euros wird dort beim IC, wo es beginnt, über das 4. Haus hinaus gedeutet und die Venus bekommt Besuch vom Pluto. Und Pluto ist immer die totale Wandlung, die totale dauerhafte Änderung. Und das ist so radikal und total, da können wir uns definitiv nicht dagegen versichern oder schützen. Und wir können auch nichts anderes tun, als mit dieser Wandlungsenergie mitzugehen, weil der Wert und das Wertebewusstsein oder eben diese Identität auch dieses Geldes, die uns die Basis bietet, um miteinander uns auszutauschen, wird jetzt in dieser Phase mit Pluto absolut total verändert. Und dieser Aspekt kommt alle 248 Jahre einmal vor. So alt ist der Euro ja noch gar nicht. Aber wenn man diesen Joker zieht, das kann auch bei dir in deinem Horoskop sein, wenn du Ende Steinbock Geburtstag hast, dann ist dieser Aspekt mit Pluto, der dort sich jetzt bewegt, in den letzten Graden Steinbock, betrifft in dem Moment auch dich natürlich mit deinem Wandlungsprozess. Pluto läuft im Moment noch rückwärts und wird jetzt am 8. Oktober 2022 direkt läufig, also vorwärts laufend. Und wie immer gesagt, es ist nicht so, dass die Planeten wirklich rückwärts laufen physisch, sondern es liegt mit den verschiedenen Drehgeschwindigkeiten zusammen. Wir drehen uns auf der Erde ja in einer anderen Geschwindigkeit als die Planeten da draußen und dadurch gibt es sozusagen so Parallaxen, so Überschneidungen von optischen Phänomenen, die aber schon seit Jahrtausenden in der Astrologie gedeutet werden als Rückwärtsläufigkeit. Und wenn ein Planet jetzt gerade so ein langsamer wie Pluto, so ein Gigant, wenn der seine Energie dreht, nach 5,5 Monaten und wieder vorwärts fährt, kommt zum Thema der Wandlung, 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 neuer Schwung auf. Ganz einfach.
Und diese Frage ist gleich dann auch die Frage an dich. Hast du die letzten 5,5 Monate genutzt, um dich vorzubereiten für sogenannte größere, machtvollere, Pluto, machtvollere Aufgaben? Insbesondere die kardinalen Zeichen, die Ende Steinbock, Krebs, Widder und Waage Geburtstag haben. Die haben genau diesen Pluto-Aspekt schon eine ganze Weile in ihrem Feld. Und jetzt dürfen sie vorwärts gehen mit diesem Schwung ab 8. Oktober, mit dem Vorwärtsgang von Pluto. Hast du also dich vorbereitet, ganz generell, aber auch im Speziellen die 4 Zeichen, die Geborenen in diesen Zeichen, vorbereitet auf die nächste Ebene, einflussreicher zu werden? Das ist Pluto. In Zusammenhang mit dem Euro kann natürlich das Thema der Werte und der Finanzen durch diesen Vorwärtsgang von Pluto mehr an Einfluss gewinnen. Das wäre der eine Aspekt. Die Frage ist, ob das unter den aktuellen Umständen mit der gesamten Weltpolitik, ob das das Thema ist. Weil diese dauerhafte Änderung, ja, kann auch spätestens nächstes Jahr im 2023 eine ganz neue Färbung bekommen. Weil, wenn ihr genau hinschaut, wir haben gerade am Anfang vom Zeichen Wassermann den Neptun im Horoskop vom Euro. Und wenn Pluto über den Neptun kommt, kann das, was uns bisher Stabilität gegeben hat, gerade da unten im Haus 4, kann sich anfangen aufzulösen. Und das haben wir bereits im März 2023. Pluto ist sehr langsam in seiner Bewegung. Er hat immer so 2 Jahre für einen Transit, bis er weitergezogen ist. Das heißt, wir sind jetzt in einer sogenannten heißen Phase der totalen, aber auch totalen, radikalen Wandlung des Wertes des Euros mit der Perspektive, dass ab März 2023 für die folgenden 2 Jahre, also bis 2025, ein Auflösungsprozess angezeigt ist, wo wir nicht drum herum kommen. Mit Neptun und Pluto, das ist so deutlich, dass wir uns darauf einstellen könnten, dass wenn wir ganz viel Magie ins Feld geben, ja, das wäre dann auch Pluto, dass wir dann, oh Wunder, zu einer neuen Währung kämen, wie immer die auch aussehen mag. Das ist mal ein Grundthema im Horoskop des Euros. Ziemlich deutlich, dass, naja, das Sterben, das ist Pluto, und das Neugeborenwerden jetzt, genau jetzt, in dieser Zeit, 2022, 2023, das große Thema ist. Wir hatten schon öfter uns darüber unterhalten, dass das absehbar ist. Dazu kommt jetzt die Bewegung von Mars. Ihr seht Mars hier oben im Zeichen Zwillinge. Im Zeichen Zwillinge im Haus 9 des Euros. Und das Haus 9 ist das Haus der Internationalität. Und Mars dort im Haus der Internationalität gibt ziemlich viel Bewegung. Da ist ziemlich viel Stress kommt dort auf, sagen wir mal so. Und auch was das Handeln angeht, ja, dass man sucht nach Lösungen. Diese Zeit jetzt, Mars ist jetzt im 2022 in das Zeichen Zwillinge hineingekommen und hält sich dort auf bis in den März 2023. Und das Spannende ist, und das gilt es auch zu beobachten, Ende Oktober, und zwar ab 30. Oktober, wird Mars rückläufig. Auch rückläufig. Und ein rückläufiger Mars für 2,5 Monate, der ganze Oktober fängt er an, der ganze November, der ganze Dezember, bis Mitte Januar 2023 ist Mars rückwärtslaufend im Haus der Internationalität des Euros. Da kann ganz schön viel Panik aufkommen, und zwar deswegen auch, weil Mars genau, aber exakt auf dem Mond im Horoskop des Euros zu stehen kommt und dort dreht. Und der Mond ist normalerweise im Horoskop von dir selbst. Persönlich geht es um deine Bedürfnisse. Ja, das ist das sogenannte innere kleine Kind. Aber hier geht es um einen Wert, um einen Gegenstand, quasi um den Euro. Und damit ist der Mond gedeutet als der Bezug zum Euro, das, was uns mit dem Euro sozusagen innerlich verbindet. Und Mars dreht genau auf diesem Grad, wo es um die Seele des Volkes geht, wenn man so will, also um uns alle, dass wir recht herausgefordert werden. Und das ist bereits Ende Oktober 2023.
2022. Also da kommt eine Dynamik auf, die höchstwahrscheinlich niemanden in der Eurozone so richtig ruhig schlafen lässt. Die Rückwärtsphase, wie gesagt, bis Mitte Januar 23 und dann kommt Mars nochmals wieder vorbei im März 23 wieder auf dem Mond. Also diese Zeitfenster gehören zusammen, was auch die Identität des Volkes mit dem Euro, also der europäischen Gemeinschaft mit dem Euro zusammen ausmacht, dass dort ein Wandlungsprozess mit sehr viel Aktivität, mit sehr viel Dynamik sich einstellt oder einfinden wird zwischen Ende Oktober 22 und März 2023. Dazu kommt, der Mond ist der sogenannte Leitplanet vom Zeichen Krebs. Und Krebs befindet sich ganz oben am MC vom Euro. Und der MC hat sozusagen die Bedeutung des Status. Auch in deinem Horoskop, der MC ganz oben, hat immer mit dem Status zu tun, wie stehst du in der Welt. Dort geht es um Verantwortungen, dort geht es um Vorbild sein, dort oben MC Haus 10. Und wenn jetzt der Mars mit dem Mond, wo es um den Status des Euros geht, ganz stark das aktiviert wird, wird der Status des Euros höchstwahrscheinlich sehr stark in Frage gestellt. Behaltet mal diese Phasen im Auge, es geht jetzt ja bereits los und die beiden Finsternisse, also vor allem die erste am 25. Oktober, bringt den ganzen Stein mehr oder weniger stark ins Rollen. Aber der Drehmoment 30. Oktober ist so derjenige, also wenn du vielleicht auch irgendwie interessiert bist oder tätig bist, würde ich diese Phase, diese heiße Phase Ende Oktober mal sehr genau beobachten, was sich dort alles sehr stark und plötzlich verändert. Die Identität, nein, der Status des Euros wird sehr stark herausgefordert. Und dazu kommt, und jetzt wollen wir noch ein ganz bisschen nach vorne schauen. Ich habe eben schon geschaut, Pluto kommt hier unten über den Neptun und zwar im Bereich vom März 2023 bis in den Sommer 2023 das erste Mal. Dann kommt Pluto nochmal kurz zurück ins Zeichen Steinbock und dann im 2024 wieder über den Neptun und dann im 25 dann noch einmal. Das heißt, hier geht es um eine längere Reise der möglichen Auflösung des Euros. Und im selben Moment kommt zeitlich auch der Neptun in das Zeichen Widder. Und Widder ist im Horoskop des Euros direkt am DC und damit genau gegenüber vom AC. Und AC, Waage, ist die Identität des Euros, die mit dem Neptun ebenfalls Auflösungstendenzen anzeigt. Wir haben also einmal die Infragestellung der Identität ganz oben im Zeichen Krebs am MC und wir haben die mögliche Identität, die sich so nach und nach ab 2023 und 2024 so wie ausschlauft, so wie man sagt auf Englisch fade away. Wie sagt man auf Deutsch? Das ist wie ausläuft diese bisherige harte Währung. Das einmal zum Thema Euro. Jetzt dazu ist es nämlich wichtig, dass wir das EU-Konstrukt eben auch anschauen, weil der Euro ist aus der EU heraus entstanden und die EU ist gegründet worden am 1.11.1993. Und dieses Horoskop haben wir hier eine Skorpionsonne. Siehe da, Skorpion, gerade in den ersten 10 Graden. Die Skorpionsonne, wir haben jetzt die Finsternisse, beide im Zeichen Skorpion und Stier. Also da wird einiges auch hier, was das Schicksal der EU angeht, sehr stark getriggert. Also es kommt Dynamik auf. Es ist es ja schon. Aber es ist nochmal richtig schön sichtbar, auch dadurch, dass die beiden Saturn und Uranus, über die habe ich jetzt ja ganz viel gesprochen, dass die jetzt genau in diesen ersten 2 Wochen im Oktober 2022 nochmal im Spannungsaspekt stehen. Saturn im Zeichen Wassermann und Uranus im Zeichen Stier, 18 Grad Stier. Und jetzt Achtung, siehe da, das Horoskop der EU, 1.11.93, hat einen Löwe-Aszendent und zwar auf 18 Grad Löwe.
Und 18 Grad Löwe ist auch ein fixes Zeichen, genau wie Stier, Wassermann und Skorpion. Und damit wird diese Spannung Saturn-Uranus, die jetzt nochmals so richtig feste sich zeigt, mit dem Thema der Nord Stream, die jetzt beschädigt wurden, höchstwahrscheinlich war das ja ein Anschlag, und die Identität der EU ist damit ziemlich angeschlagen, kann man sagen. Das heißt, diese herausfordernde Energie der zwei, ja, Saturn, Uranus, hat einen direkten Einfluss auf dessen, wie die EU sich selber als Identität wahrnimmt. Und das ändert sich radikal. Also auch hier haben wir den Aszendenten, der angesprochen ist, genau wie im Eurohoroskop. Und wir haben auch noch den MC, also das Thema des Status der EU, wird auch noch angesprochen, weil da befindet sich genau auf 2 Grad oder auf 3 Grad Stier der MC. Und 3 Grad Stier, 2 Grad Stier ist die Finsternis am 25. Oktober mit dem Mondknoten drin. Das heißt, der Status der EU wird sehr stark in Frage gestellt oder auch radikal verändert, durcheinander gebracht und möglicherweise, wollen wir mal schauen, wie sich das so zeigt, aber möglicherweise geht es sehr, sehr stark jetzt um ganz, ganz große Prüfung, ob die EU als solches hält. Denn ganz wichtig, im Horoskop der EU haben wir einen Saturn. Und dieser Saturn am Ende vom Zeichen Wassermann hat jetzt Besuch, ich hatte eben schon vom Besuch gesprochen, Besuch vom aktuellen Saturn, der dort vorbeikommt, und zwar exakt im Januar 2023. Wir nennen das einen sogenannten Saturn-Return. Wenn der Saturn einmal rundherum ist, sind 29,5 Jahre vergangen. Auch in deinem Horoskop, alles, was ein Horoskop hat mit nach 29,5 Jahren diesen Saturn-Return, wie wir das nennen. Das ist, wie wenn du Geburtstag feierst, dann ist die Sonne einmal rundherum, dann ist ein Jahr vergangen und mit dem Saturn sind es 29,5 Jahre. Und dieser Moment ist jetzt erreicht. Wir sind in dieser Phase seit Anfang 2022 mit dem absoluten Höhepunkt im Januar 2023. Und das ist immer eine Einweihung. Es ist immer eine Grenzüberschreitung. Überleg mal zurück, als du 29,5 warst. Was war deine Grenzüberschreitung? Oftmals wird man da vielleicht schwanger das erste Mal oder das zweite Mal oder man heiratet oder man lässt sich scheiden oder es gibt einen Karrieresprung oder jemand zieht in ein anderes Land. Also es sind so markante Schritte, die dich in deiner Bewusstseinsentwicklung Riesenschritte vorwärts bringen. Bei einer Entität, also einer Wesenheit wie die EU, müssen wir das beobachten, was das bedeutet als Realitätscheck sozusagen. Saturn, da kommen wir immer an die Grenze. Es ist ja eine Körperschaft, wo man vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass es wie eine Einweihung ist für die ganze EU gleichzeitig. Das wäre, glaube ich, etwas vermessen. Aber, und jetzt brechen wir das runter auf diese Entität, geht es hier um eine Prüfung. Ganz einfach. Die EU wird geprüft. Hält es oder hält es nicht? Und das im Zusammenhang mit diesen Konstellationen des Euro, das sind schon rechte, ja, Herausforderungen, kann man sagen. Dazu kommt, und das ist eben auch noch, wenn wir einen Schritt weitergehen, der Moment, wenn der Uranus, der aktuelle, weiter wandert im Zeichen Stier, ich springe jetzt wieder nach oben ins Haus 10, wenn der Uranus weiter wandert im Zeichen Stier, wird er über den Mond kommen. Und der Mond im Horoskop der EU sind wir alle, das Volk. Und diese Reise beginnt ab August 2023 sich immer mehr zu verdichten bis in den April 2025. Und Uranus bricht auf, macht neu, gibt ganz neue Modelle frei und wird höchstwahrscheinlich sehr viel Unsicherheit auslösen im Volk insgesamt. Weil der Mond im Zeichen Stier, da verlangt man schon nach Sicherheit und Stabilität. Und Uranus ist alles andere als Sicherheit und Stabilität. Da wird alles durcheinander gewirbelt und es kommt neuer Schwung auf. Und nicht, damit wir geschröpft werden in unseren Konti, sondern damit wir auf eine neue Ebene
des Wertebewusstseins kommen und auf eine neue, das ist Uranus, auf eine neue Art miteinander uns auszutauschen, insbesondere was die Finanzen angeht. Also wenn dort in dieser Zeit zwischen August 23 und April 25 ein neues Geldsystem eingeführt wird, wäre das eine sehr starke Modernisierung, in welche Richtung auch immer. Das kann ganz klar in Richtung Digitalisierung gehen. Das kann aber auch in andere Parallelsysteme gehen, die ja auch sich alle aufbauen. Und die Seele des Volkes oder die Seele der EU, sagen wir mal so, von uns allen, darf sich wandeln. Und das ist kein politisches Statement hier. Ich spreche sowieso nie politisch, ich spreche nur energetisch. Und ihr seht, auf der anderen Seite von dem Mond haben wir Pluto und Mars ganz unten im Raum der Basis und dessen, was uns Grund gibt. Ja, Sicherheit hier unten, Haus 4, alles im Skorpion. Da haben wir ganz viele Planeten im Skorpionzeichen. Und mit diesen Finsternissen jetzt im Oktober und November wird dieser Raum, ja, dort, wo der absteigende Mondknoten durchwandert, unten, wo es um unsere Basis geht, die Basis der EU wird sehr stark aufgeräumt. Also da kommt höchstwahrscheinlich ziemlich vieles, was nicht, naja, sagen wir so, mit dem Kosmos übereinstimmt ans Licht. Das tut es ja jetzt schon. Ich habe dieses Jahr 2022 ja auch genannt, das Jahr der Enthüllungen, weil so viel Ungereimtheiten und so viel Korruption und so viel Hintergründiges wirklich ans Licht kommt. Der Vergangenheitspunkt, ja, das vergangene kollektive Schicksal befindet sich jetzt im Moment im Zeichen Skorpion oder wird dort ausgelöst, um vieles ans Licht zu bringen. So wird höchstwahrscheinlich auch das alles, was an der Basis, viertes Haus, an der Basis der EU als Ganzes nicht stimmt oder nicht stimmig gebaut wurde, wird alles sehr stark in Frage gestellt. Also wir dürfen höchstwahrscheinlich ein kleines Gewitter erleben für die nächsten Jahre bis ins 2025. Aber das sind ja sowieso die Jahre welche. Also das sind diese ganz massiven Jahre, von denen ich immer wieder auch spreche, wo wir diese wunderschönen neuen Positionierungen haben der großen Planeten. Abonniere einfach meinen Kanal und drück auch am besten gleich die Glocke, weil dann wirst du immer wieder natürlich sofort angeschrieben, wenn ich das nächste Video hochlade, weil es gibt so viel hierzu zu besprechen. Wir sind in einer größten Transformationsphase der Gegenwartsgeschichte. Also das gab es, ich glaube, das letzte Mal vor 10.000 Jahren in etwa, als wir noch Jäger und Sammler waren und dann nachher dann sesshaft wurden. Also vorher war das anders. Und diese Sesshaftigkeit, ja, das ist die Stierenergie, das ist auch das Stierzeitalter, das wird im Moment alles hinterfragt, weil wir sind dabei, uns neu zu definieren. Und insbesondere nach der Mikrobenkrise hat sich ja sehr vieles verändert. Im Sinne von, will ich das eigentlich noch? Wollte ich das? Ich wollte sowieso nicht mehr das so weitermachen, wo ich bisher war. Wir haben die Karten neu gemischt. Und viele Systeme, alle Systeme, vielmehr nicht viele, alle Systeme ändern sich radikal. Und mit Blick auf die Finanzen haben wir hier diesen Realitätscheck jetzt bis Januar 2023, was sehr gut korrespondiert mit dem Euro. Ich habe noch mal ganz kurz reingeschaut bei der D-Mark. Ja, so zum Spaß quasi. Die D-Mark wurde eingeführt am 21.06.1948 und ausgeführt am 31.12.2001. Also in dem Moment, wo das Papiergeld des Euros dann einlief und die D-Mark auslief. Was hier spannend ist in dem Horoskop, insbesondere zur Auflösung der D-Mark am 31.12.2001, da hatten wir auch den IC, da unten, ganz unten, die Basis des Volkes, aktiviert durch den Saturn. Und Saturn über den IC, immer wenn der Saturn, so meine Prüfung, über den IC kommt, auch in deinem persönlichen Horoskop, dann geht es um die Familie, geht es um den Grund dort, wo wir zu Hause sind, geht es um den Raum, wo unsere Basis ist, die Lebensbasis. Und mit Eintritt vom Saturn direkt über den IC in das Haus der Basis, der D-Mark damals, hat sich die Basis wie aufgelöst einerseits und gleichzeitig kam auch noch der aktuelle Mondknoten über die
Uranus-Sonne im Zeichen Zwilling, das war eine direkte Konjunktion, das heißt, da ging ein karmischer Zyklus zu Ende, in dem Moment, wo die D-Mark ausgeleitet wurde, nicht mehr, also nicht mehr existierte. Das nur kurz dazu. Ich habe auch noch das Horoskop des Bitcoins mal angeschaut und beim Bitcoin weiß man nicht so ganz genau, wo auf der Welt der entstanden ist. Es gibt ja sehr viele Mysterien um die Entstehung, aber man weiß, dass der Bitcoin am 3. Januar 2009 sich das erste Mal geschürft hat. Also das ist der Genesis-Block Nummer 0, der am 3.1.2009 geschürft wurde. Und damit haben wir eben auch ein Horoskop. Ich habe dieses Horoskop auf Greenwich gesetzt, also auf den 0-Grad-Meridian. Und die Transite, die jetzt da sind im Feld, sind unabhängig vom Ort. Also ob das jetzt Brisbane war oder irgendwo anders, spielt, wenn wir von den Transiten her schauen, keine Rolle, weil die sind überall gleich auf dem Planeten Erde. Interessant ist jetzt für die Entwicklung des Bitcoins. Bitcoin hat ja die Grundenergie ist ja die Dezentralisierung. Und das ist das Zeichen Wassermann. Und die Wassermann-Energie wird jetzt mit Saturn im Wassermann aktuell sehr stark strapaziert, weil die Regierung natürlich auch gemerkt haben, dezentrales Geld wollen die nicht. Die wollen das zentral haben, also der Zentrale, die Zentralisierung des Geldes und der Bitcoin respektive die Kryptowährung wollen ja genau das nicht. Es wird sich also erstmal jetzt entscheiden, ob es zentral oder dezentral weitergeht. Jetzt müssen wir auch hier beobachten, das Thema Geld, Finanzen ist nach wie vor das Zeichen, ist nach wie vor der Planet Venus. Und Venus befindet sich gerade hier ganz am Ende vom Zeichen Wassermann. Und der Saturn, ja, der Realitätscheck, kommt im Februar und März 2023 dort vorbei, über die Venus. Das ist auch eine Zeit oder ein Zyklus, der alle 29,5 Jahre einmal vorkommt. Es ist durchaus möglich, dass das Thema dieses Wertes, was wir jetzt Bitcoin nennen, dass das einer ganz großen Prüfung unterzogen wird. Er ist ja schon recht von seinem größten Hoch, ist er ja runtergekommen und höchstwahrscheinlich, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass der auch nicht nochmal seine Spitzenwerte erreichen wird, auch wenn es um die dezentrale Währung geht. Mit Saturn über die Venus beim Bitcoin im ersten Quartal 2023 ist es möglich, dass das Leben dieses Bitcoins sich ausschlauft oder ausgeatmet ist. Im selben Moment haben wir auch, und das ist jetzt energetisch das Thema, kommt Pluto, das Thema der totalen Transformation über den Jupiter. Und Jupiter ist immer die Expansion, die Ausdehnung. Und Merkur ist gleich danach im Zeichen Wassermann, wird auch aktiviert. Da geht es um die Handlung, das Verhandeln, ja, das Handeln miteinander, das Handeln, ja, austauschen, Geld austauschen, Werte austauschen. Und Pluto verändert diese Werte total. Im besten Falle kann Saturn über die Venus bedeuten, nach einer ziemlichen Durststrecke, ein vollkommen neues Durchstarten. Das wäre dann ein Realitätscheck im Sinne von, wir halten alle zusammen und bringen das Ding wieder hoch. Und dann könnte Pluto eben auch bedeuten, Jupiter, die Expansion nimmt wieder zu. Ich habe allerdings ein bisschen den Verdacht, weil auch der Chiron mit im Feld ist. Chiron, das Thema des Schmerzes, der oben am MC, wo es um den Status geht des Bitcoins, ein schmerzhafter Status, der empfunden wird und einen Aspekt macht, einen Spannungsaspekt zur Sonne, also zu dem, was den Bitcoin ausmacht, Steinbock-Sonne, dass das eher der schmerzlichere Schritt sein wird für diejenigen, die sich sehr für die Bitcoin-Idee begeistert haben. Also auch hier kann ich nur empfehlen, dass wir das beobachten sollten, ja, diese Entwicklungen. Es wird sich so viel verändern im ersten Quartal 2023. Wir sind dann mit dieser Saturn-Uranus-Spannung, sind wir dann durch, ja, bis ins 2032, dann schließt sich der Zyklus. Aber das, was während der ganzen Pandemie und Mikrobenphase uns sehr stark in Atem gehalten hat, damit sind wir jetzt wirklich durch. Ich glaube, das wird auch die deutsche Bundesregierung jetzt irgendwann bald verstehen. Wir haben hier aber jetzt eine Ansage, die höchstwahrscheinlich
mit dem Thema der Kryptowährung auch hier neue Wege gehen wird. Und wir müssen einfach sehr beobachten, ganz genau beobachten. Ich bin hier keine Finanzexpertin, ich gebe hier auch keine Empfehlungen ab. Ich sehe einfach nur, ich wäre unter diesen Umständen mit Pluto über den Jupiter und mit Saturn über die Venus und mit dem Chiron im Spannungsaspekt zur Sonne im Bereich vom Status dieses Finanzmittels wäre ich sehr, sehr vorsichtig mit weiteren Investitionen. Sieht eher aus wie ein Fullstop. Und dann habe ich noch den Schweizer Franken angeschaut. Ja, der Schweizer Franken hat auch ein Horoskop. 7. Mai 1850 hat auch schon ein bisschen Geschichte auf dem Puckel, gell? Und siehe da, der Schweizer Franken hat eine Sonne im Zeichen Stier. Ja, das Thema Geld ist ja hier in der Schweiz, ja, zum Thema Bankgeheimnis auch ein sehr, sehr berühmter Platz hier, der Schweizer Bankenplatz. Hier tummelt sich ja so einiges, auch einiges, was hier sich nicht tummeln sollte. Die Sonne im Zeichen Stier hat jetzt gerade den Uranus drauf. Die Sonne ist auf 16 Grad Stier und bis in den April 2023, nächstes Jahr, also auch genau parallel zu all diesen anderen Systemen, die wir eben geschaut haben, kommt der Uranus über die Sonne vom Schweizer Franken. Das heißt, der Schweizer Franken entwickelt sich neu, bekommt neue Aufgaben, wird modernisiert, kann das, was er bisher vielleicht verkörpert hat, ausbauen, ausdehnen, ausbreiten. Vielleicht bekommt er dadurch auch mehr Macht und mehr Einfluss. Die Stabilität ist so eine Sache, dass mit Uranus im Zeichen Stier, es ist nicht unbedingt jetzt gerade die Stabilität selbst, die jetzt hier Auskunft geben würde. Also der Schweizer Franken könnte bis in den April 2023 noch rechten Schwankungen unterliegen. Im Moment ist er ja massiv im Vergleich zum Euro massiv am Steigen. Und die Frage ist, wie weit geht das noch? Das steht natürlich in den Sternen. Was ich aber sehen kann, ist im Haus 2, im Haus der Finanzen, befindet sich jetzt gerade auch für längere Zeit, noch für ungefähr 3 Jahre, der Saturn. Und Saturn im Haus der Finanzen, bei uns allen, also das Haus der Finanzen ist das Haus 2, auch in deinem Horoskop, das Haus 2, das Haus der Werte der Finanzen, mit Saturn im Haus der Finanzen kann es, wenn es eine reife Persönlichkeit ist, kann es zu sehr viel Reichtum und Stabilisierung des Reichtums kommen, der Werte. Also man kann sehr wohlhabend sein mit einem Saturn im Haus 2. Man kann aber, wenn man nicht so eine gefestigte Persönlichkeit ist, mit Saturn im Haus 2 auch erst einmal sehr zweifeln und sehr unsicher sein. Das sind ja oftmals unsere Konditionierungen. Du sollst nicht, du darfst nicht, das kannst du alles nicht. Das führt ja zu einer Verunsicherung der eigenen Werte. Wenn aber die Persönlichkeit, in diesem Fall der Schweizer Franken, seit 1850 schon da, in sich so selbstbewusst in der Welt auftritt und jetzt mit diesem Schwung mitgeht, Uranus auf der Sonne, ja, dass der Schweizer Franken sich wie neu positioniert, dann kann diese Phase mit Saturn im Haus 2 eine Stabilisierung sein, dieses und auch eine Weltstabilisierung sein für die nächsten Jahre. Auch hier wollen wir einfach mal beobachten, wie das Ganze weitergeht. Das wäre es so im Moment mal von der Finanzfront. Ich wollte es ein bisschen kürzer halten. Ich hoffe, es hat euch nicht zu fest verwirrt. Aber es sind Tendenzen erkennbar, dass wir natürlich energetisch jetzt in einer sehr, sehr heißen Phase sind, die uns nicht einfach so, sagen wir so, so unberührt lässt. Weil wenn unsere Sicherheiten sich verändern, dann wachen wir auf. Und mir scheint, das ist eben auch die höhere Aufgabe, dieses Erwachen und auf neue Ideen kommen, weil wir haben noch so viel Potenzial, wir haben so viele Möglichkeiten und die Ressourcen, die jetzt wegbrechen und die Ressourcen, die jetzt eben neu entwickelt werden wollen, auch mit den Notlösungen, die jetzt gerade geschöpft werden müssen, damit wir in irgendeiner Weise jetzt auch mit der Energie, ja, Stierenergie, über den Winter kommen. Da wird jetzt sehr viel miteinander diskutiert. Wie gesagt, viel in Bewegung und viele Möglichkeiten, uns neu, das ist so wichtig, neu zu orientieren. Und ich sage einfach, das ist ganz, ganz wichtig. Die Währung der Zukunft und der Gegenwart ist immer die Währung des Herzens. Mit Mondknoten im Zeichen Stier geht es um die Liebe.
Ja, und alles, was auf Liebe aufgebaut ist, wird nicht wegbrechen, wird diesen Schleuderkurs noch bis Sommer 2023 wirklich stabil durchlaufen können, wenn du gewillt bist, mit dem Schwung, mit dem Neuen mitzugehen. Dies erstmal vorab an dieser Stelle. Alles Liebe, herzliche Grüße. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal gleich noch zu abonnieren. Und an dieser Stelle auch noch ganz herzlichen Dank für Gräfe und Unser. Mein neues Buch ist jetzt da. Es ist auch schon bei manchen ausgeliefert worden. Der kosmische Moment ist jetzt erhältlich im Buchhandel. Ich danke